Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Mario Kart DS weiter. Beim letzten Mal haben wir den ersten Cup beendet und ich habe viel zum Spiel an sich erklärt und erzählt. Und jetzt wollen wir mal gleich zur Sache kommen und direkt den zweiten Cup bestreiten. Und mit welchem Charakter machen wir das jetzt denn an der Stelle? Da es 8 Cups sind, werden wir natürlich nicht zwangsläufig alle Charaktere sehen, ne? Wäre aber relativ interessant vielleicht, naja, einen der neuen Charaktere zu sehen. Daisy und Waluigi sind ja nur in Anführungszeichen neu, weil die hatten wir ja schon in Mario Kart Double Dash. Aber Knochentrocken zum Beispiel, den kennen wir doch noch gar nicht. Nö, der war bisher noch gar nicht dabei in Mario Kart. Den gab es erst seit Mario Kart DS. Dann hat er es noch in den Wii-Teil geschafft. In Mario Kart 7 war er dabei oder nicht? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. In Mario Kart 8 wird er jedenfalls nicht dabei sein, so wie es aussieht. Was schade ist. Gut, und wenn wir schon mit Knochentrocken unterwegs sind, dann können wir natürlich auch seinen wunderbaren Panzer nehmen. Übrigens, so ganz nebenbei, ihr seht mal dort unten so ein paar, Statistiken zu den einzelnen Fahrzeugen. Das hatten wir schon in Mario Kart Double Dash. Dort allerdings mit Tempo, Gas und Gewicht. So, jetzt haben wir hier Tempo, Beschleunigung, Gewicht. Aber jetzt kommt noch neu dazu, Handling, Driften und Items. Ja, Items. Je nachdem, welches Fahrzeug ihr besitzt, desto besser oder weniger gut sind die Items, die ihr bekommt. Das ist also ein ganz klein wenig nicht mehr zufallsgesteuert. Das kann insbesondere online so manch einem auf den Sack gehen. Wenn der Zweitplatzierte dann nämlich gehäuft irgendwie rote Panzer und dergleichen erhält, ihr aber wiederum nicht, weil ihr mit eurem Kart irgendwie einen schlechteren Itemwert habt. Ja, sowas ist in der Vergangenheit vorgekommen. Ja, ich bin gegen solche Leute gefahren, die ihr Itemglück schamlos ausgenutzt haben. Und ja, ich war stinksauer dahinter. Danach. Also, als ich das. Aber, na gut. Okay. Wie dem auch sei. Wir gehen jetzt in den Panzercup. So. Das ist ein schöner Cup mit Marios Piste 1, Kumo Farm, Peach Piste und Luigis Piste. Und da müsste doch hoffentlich irgendwie was drin sein, oder so? Ich meine, dass Super Nintendo-Strecken geremaked werden, das kennen wir ja auf eine gewisse Art und Weise. Aber hier ist das jetzt auf einmal viel schöner als noch in Mario Kart Super Circuit, wenn ihr euch daran erinnert. Wir hatten da zum Beispiel jetzt schon Röhren auf der Fahrbahn gesehen. Ja, die wurden hier nicht wegrationalisiert oder so. Nee, die gibt's hier. So, und jetzt kann ich mal versuchen, ein bisschen zu glänzen. Sofern mir das mit diesem Kart auch tatsächlich gelingt, mit diesem Panzer gelingt. Der Panzer ist aber generell eines der Fahrzeuge, mit denen man das sehr gut machen kann. Ich spreche immer noch vom Snaken an sich. Er war auch damals neben dem Kart von Yoshi, I1, mein Lieblingsfahrzeug in der Beziehung. Und es steuert sich einfach super direkt und funktioniert einfach mit diesem Kart so wunderbar hier immer hin und her herumzueiern und damit vor allem den Computergegnern davor zu fahren, die natürlich absolut keinen Stich sehen gegen diese Fahrtechnik. Geht aber natürlich auch keiner von aus, dass tatsächlich jemand so fährt. Wow. Das war ein bisschen doof mit dem roten Panzer, aber egal. Es hat ja trotzdem gereicht für einen ungefährdeten Start. Zielsieg. Ich glaube, die Fahrzeuge wurden trotzdem im Vergleich ein bisschen langsamer gemacht. Hier auf den Super Nintendo-Strecken fährt man nämlich zum Beispiel auch nur 3 Runden statt 5. Aber normalerweise dauert hier eine Runde. Nee, hat die schon immer 10 Sekunden gedauert? 15 Sekunden? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht kommt es auch zeitlich ungefähr hin. Ich weiß nicht. Jedenfalls wurden die Super Nintendo-Strecken auf 5, auf 3 Runden beschränkt. Und hier gibt es auch keine Einstellungsmöglichkeit, um das irgendwie zu beheben. So, Kumo Farm. Kennen wir natürlich auch den Kurs. Wir erinnern uns alle an meine, N64-Videos. Das Ganze auch noch gepaart mit der schönen Musik und so. Und es sieht wirklich gut aus. Also, ich habe mich damals wirklich gewundert und gefragt, wie man das bitteschön so schön auf dem Nintendo DS hinbekommt, diese ganzen Strecken, die ich eben nur von Heimkonsolen kannte, zu remaken. Und ja, es funktioniert einfach. Kann man nicht anders sagen. So. Jetzt wäre es nun tatsächlich trotzdem ganz gut. Ui, wenn ich nicht im Maulwurf reinfahren würde. Und wenn ich... Und wenn ich irgendwie nach vorne kommen würde. So. Hier war das mit dem Blitz auch so,
Je weiter hinten man ist, desto schneller wird man groß. Ist auch eine Sache, die nicht in jedem Mario Kart Teil so war. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit schon bei so manch anderem älteren Mario Kart Teil gesehen. Da sehe ich auch tatsächlich mal wieder einen Erstplatzierten, das ist schön. Na, ob wir noch eine Chance haben, an ihn ranzukommen oder nicht. Der zieht die ganze Zeit so eine dämliche Itembox hinter sich her. So. Oh Gott! Super Beschleunigung oder was? Na, vor allem wahrscheinlich eher super Tempo. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ui, yay, danke. Das ist so ein bisschen das Problem vom Panzer. Dass seine Endgeschwindigkeit ein bisschen zu gering ist. Boah, das gibt's jetzt nicht. Nein! Du fährst in der Budubu, roter Panzer, was ist denn das? muss ich extra bei den Dingern Navi einbauen oder was, damit die treffen? Ach du Himmel. Ich meine, noch freier kann Peach doch gar nicht vor mir auftauchen. Oh, das ist fies. Na gut. Nehme ich an der Stelle einfach mal so hin. GBA Peachs Piste. Das ist jedenfalls der nächste Kurs. Die GBA-Strecken, die kennen wir natürlich auch aus dem FF. Ein bisschen aufgehübscht wurden sie dennoch. Auch wenn die, ja gut, Hintergründe können fast 1:1 übernommen sein. Aber ansonsten, das was auf der Strecke so, ja, was man hier so sieht und so, das ist schon, ja, neu. Schöner. Einfach, würde ich jetzt an der Stelle einfach mal behaupten wollen. Ups. Wäre übrigens cool, wenn man Items einsammeln würde. Ja, genau. Damit man sich im Bedarfsfall vielleicht auch vor sowas beschützen kann. Dup, di dup, di dup. Es klappt nicht so wirklich. Ich konnte das mit dem Snaken früher besser. Es tut mir leid, dass ich euch an der Stelle das nicht hundertprozentig zeigen kann. In Kombination mit Kommentieren ist es aber auch nochmal eine Ecke schwieriger. Ja, ich weiß, jetzt kommt wieder die alte Let's Player-Ausrede. Aber es tut mir leid. Noch dazu halte ich den 3DS natürlich jetzt nicht so sonderlich bequem, wie ich es gerne tun würde. Damit ich immer noch halbwegs sicher in das Mikro sprechen kann. Und ja, ich muss irgendwie an dem Mikro auf den 3DS vorbeigucken. Noch dazu will ich den 3DS eigentlich nicht so nah ranhalten an das Mikro, damit ihr die ganze Zeit nicht mein Geklapper hört, wenn ich auf irgendwelche Knöpfe drücke oder so. Es ist also nicht einfach. Ja, erschwerte Bedingungen quasi. Aber ich kann das früher, also ich konnte das früher mal ganz gut. Könnt ihr mir echt glauben, vielleicht, wenn ihr Lust habt. Es reicht zumindest trotzdem auf 150 Kubikzentimeter, um an den Computergegnern irgendwie vorbeizuziehen. Irgendwie zumindest. Was ja in so manch anderem Mario Kart Teil, nicht gar so einfach war. GCN Luigi's Piste, auch schön. Eine GameCube-Strecke hier auf dem Nintendo DS. Und ich muss sagen, die sieht eigentlich ganz nett aus. Für die Optik halt. Für euch bei YouTube sieht das Ganze, glaube ich, sowieso nochmal ein bisschen blöder aus, sage ich mal, wegen der Auflösung. Eventuell könnte ich sogar für euch noch ein bisschen hübscher machen, aber ich nehme so selten vom DS oder 3DS irgendwas auf, dass mir da so ein bisschen die Erfahrungswerte fehlen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das an der Stelle. Ich werde es dann, naja, später dann auf YouTube sehen und ich werde ja jetzt auch nicht alle Mario Kart DS Videos direkt hintereinander aufnehmen. Und wenn ich da noch irgendwie eine Verbesserung für zukünftige Parts organisieren kann, dann werde ich das natürlich auch tun. Ansonsten, ja, bitte ich das an der Stelle einfach mal zu entschuldigen. Generell ist es ja so eine Sache, mein Gott, ich habe diesen Grabber jetzt schon eine ganze Weile und Mr. Mario K. sagt mir ja zum Beispiel auch schon die ganze Zeit, ja, jetzt hast du das Ding schon mal und jetzt mach doch auch mal ein vernünftiges Let's Play damit. Ist ja prinzipiell auch richtig. Ja, gut. Aber darauf arbeite ich, Mann, darauf arbeite ich ja momentan auch so ein ganz klein bisschen hin, dass ich einfach mal meine momentanen Projekte abarbeite. Und dann habe ich vielleicht auch mal Zeit und Luft für ein kleines, schnuckliges Nintendo DS oder Nintendo 3DS Projekt. Ansonsten für Streams oder dergleichen ist es natürlich super, wenn man das einfach hat und diese Art der Präsentation nutzen kann. Weil so ist es für euch Zuschauer natürlich um einiges angenehmer, denke ich mir so. Wenn man einfach mal, ja, das Ganze in nicht abgefilmtem Zustand sieht. Ist ja doch ein bisschen, naja, ein bisschen komisch und doof, wenn man das einfach nur mit einer Videokamera abfilmt. So wie ich das früher gemacht habe. Aber okay. So. Sie haben zwar versucht, uns mit zahlreichen Items irgendwie in die Flucht zu schlagen, Quatsch, in die Knie zu zwingen, aber gegen Knochentrocken und seinen Panzer
war dann doch irgendwie kein Kraut gewachsen. Und damit, ja, hätten wir diesen Cup mehr oder weniger mit spielerischer Leichtigkeit gewonnen. Hätte ein bisschen erfolgreicher sein können, zugegebenermaßen, aber naja, okay, das ist halt eingerostet und so und irgendwie, ja, ab und zu, es juckt mich auch im Kreuz und generell und sowieso und alles nicht so einfach, aber passt schon irgendwie. Gut, gibt trotzdem noch einen Sternenrang, trotz der Tatsache, dass wir einmal Zweiter geworden sind, aber dafür waren wir sonst anscheinend relativ flott unterwegs. Gut, und bevor wir das Video jetzt beenden, weil so sonderlich lang geht ein Cup ja sowieso nicht. Bevor wir das Video jetzt beenden, würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Rennmissionen rein und gucken uns mal an, was so alles in Level 1 zu finden ist. Die Dinger hier in der Mitte, die muss man natürlich erst freischalten. Auf dem Spielstand habe ich halt schon alles freigeschaltet. Es tut mir an der Stelle leid. Ansonsten gibt es hier auch natürlich verschiedene Ränge, die man erreichen kann, bis man hier überall wirklich 3 Sterne erreicht hat. Da vergeht eine Weile. Das könnt ihr mir an der Stelle einfach mal glauben. So, und jetzt gucken wir uns diese Rennmissionen mal an. Am ehesten kann man die, glaube ich, mit dem Wettbewerbsmodus aus Mario Kart Wii vergleichen, wenn ihr den noch kennt und vielleicht auch noch aktiv nutzt oder so. Ich glaube zumindest, dass der noch von Nintendo einigermaßen, also man kann sich doch noch Sachen herunterladen, oder nicht? Bin ich mir jetzt ein bisschen unschlüssig, ob sie das schon eingestellt hatten oder nicht. Es war bei Mario Kart Wii jedenfalls möglich, sich alle paar Wochen so einen Wettbewerb herunterzuladen und den in Angriff zu nehmen. Und ja, da wurden ja auch solche Sachen von einem verlangt, wie fahre im Kurs rückwärts oder fahr durch alle Tore oder. Irgendwie solche Geschichten. Das ist ziemlich vergleichbar mit dem, was wir eben jetzt hier in Mario Kart DS haben. Fahrerfahrzeug wird einem immer vorgegeben. Also da kann man leider nicht so frei sich das so zurecht wählen, wie man das gern haben möchte, aber egal. So, und das war doof. Aha, okay. Man darf also keine einzige Mütze auslassen. Hätte ich natürlich auch irgendwie, naja, mitdenken können. Gut. Dup, dup, dup. Ups. Und wir haben natürlich nur ein gewisses Zeitlimit zur Verfügung. Das seht ihr unten auf der Minimap, oben rechts. In dem Fall eben nur 30 Sekunden, um alle Münzen einzusammeln. Aber wenn man einigermaßen besonnen hier durch die Gegend fährt, dann kann man tatsächlich erfolgreich diese Mission abschließen und immer noch einen Sternenrang dafür bekommen, wo ich den Start voll verkackt habe. So, was haben wir hier? Mission 1-3. Zerstöre 10 Itemboxen. Das sollte doch einigermaßen hinzubekommen sein, oder? Vor allem für dich, Yoshi. So, ups. Wenn man natürlich super perfekt mit seinem Kart umgehen kann, dann macht man das Ganze in Kombination mit permanentem Driften. Und, hoppsala, hier oben entlang. Und dann geht das Ganze nochmal ein bisschen flotter. Wenn man das nicht so super kann, dann macht man das so pussymäßig wie meine Wenigkeit. Und steuert einfach so ein bisschen links-rechts. Bekommt dafür trotzdem 3 Sterne. Läuft. 1-4. Nimm den Stern und triff 5 Cheep Cheeps. Okay. Triff 5 Cheep Cheeps. Wo fahren denn hier Cheep Cheeps rum? Upsala. Wo fahren denn hier vor allem? Nee, die sind da. Die sind da im Wasser. Hallo. Ihr kleinen Cheep Cheeps. Ups. Ja, toll. Bin ja natürlich hier. Nirks. Ein schöner abgetrennter Bereich, ne? Ja. Auf den normalen Kursen natürlich. Aber trotzdem irgendwie, ja, für den Missionsmodus, neu gemacht. Düp, 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 düp. Na komm. Och man, was... Kommst du her, du dummer kleiner Fisch, das ist doch nicht wahr. Platz B. Ja, das gab's natürlich auch. Wenn man nicht gut genug für einen Sternrang war. Ja, ich würde einfach sagen, dass ich in anderen Videos auch ganz gerne die anderen Missionen zeige. Oh, das ist natürlich eine tolle Battle Arena, wo man auf einem Nintendo DS unterwegs war. Hier kann man dann nachher auch diese Insignien, also diese Insignien-Gedöns machen. Gucken wir uns dann zu gegebener Zeit natürlich auch noch an. In jedweder Beziehung, also ich weiß nicht, ich komme eigentlich fast nicht mehr aus dem Schwärmen heraus, je länger ich das Spiel jetzt wieder hier spiele, weil es wirklich echt gut gemacht ist. Fahre aus dem Haus, und zwar rückwärts.
Das sollte mir doch einigermaßen gelingen, oder? 2, 1. So. Sollte auch in der Beziehung nicht so sonderlich schwer sein, weil hier wird einem natürlich auch so ein bisschen spielerisch quasi gesehen das beigebracht, was bei Mario Kart DS mit dazugehört. In dem Fall zum Beispiel, ja, dass man unten den Bildschirm mit zur Hilfe nimmt, um sich nochmal zusätzlich ein bisschen zu orientieren und so, aber ansonsten, ja. Dup-di-dup-di-dup ist jetzt nicht wirklich ein Thema, hier rauszukommen. Kann man schaffen. 3-Sterne-Rang, yay. Kann man auch locker schaffen, ohne irgendwo anzuecken. Dafür braucht man keinen Führerschein. Sammle 20 Münzen ein. Ja, das kann man irgendwie auch nebenbei machen, glaube ich. Okay, mit einer Itembox. Ja, vermutlich ein Pilz oder irgendwie sowas, ne? Oh, 3 Pilze sogar. Hui! Jo, dann nehmen wir gleich mal ein bisschen Tempo auf. Dups, 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 dups. Aha, aha. So, wo sind die restlichen Münzen? Wenn der ganze Kurs so wellenförmig ist, muss man natürlich nochmal extra aufpassen. Aber ich glaube, auch das hat sehr gut funktioniert. Der Affe freut sich, ich freue mich auch. Welt 1.8. Setze 4 Powerslide Turbo Boosts für eine Runde ein. Nur 4? Na gut. Kommt auf den Kurs an. Achso, Marios Piste. Ja. Ups, ja, nur 4? Ist jetzt auch super Kart. Aber, ja. Sollte man trotzdem hinbekommen. Sollte man. Wenn man die Kurve nicht einfach skippt. Indem man so bescheuert im Dreck rumfährt wie meine Wenigkeit. So. Okay. Na, das sah doch jetzt zum Schluss wieder ein bisschen besser aus. Alles klar. Na, immerhin noch ein Stern. Gut. Kommt man natürlich ein bisschen runder herum um den Kurs, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Aber na gut. So, und wenn man das alles geschafft hat, dann öffnet sich hier eben in der Mitte quasi gesehen der Bossfight. Und in dem Fall bedeutet das, dränge Big Bully mithilfe der Pilze von der Plattform. Ja. Wir müssen jetzt tatsächlich gegen einen Boss antreten. Mario Kart untypisch, oder? Kennt man so nicht, solche Level, solche Stages, solche Gegner tatsächlich. Aber, ja, das gab's hier eben in Mario Kart DS. So, wow. In dem Fall habe ich auch 3 Ballons zur Verfügung. Es wäre super, wenn ich auch mal hier treffen würde, genau. So, okay, einmal, zweimal. Und, na komm, so jetzt, Tempo. Einmal, zweimal, dreimal, so. Ins Wasser mit dir, Dunholz. Kann man ein bisschen schneller machen, aber was soll's. Big Bully geht baden und wir haben es an der Stelle geschafft. Gut, okay. Jo, und so in der Art funktionieren die Missionen. Und so in der Art könnte ich das dann auch bei den anderen Welten hier vorstellen. Und ja, das werden wir dann wohl die nächsten Male noch ein bisschen ausgiebiger erkunden. Für den Moment soll es das dann aber erstmal wieder gewesen sein mit Mario Kart DS. Und ja, ich sag dann an der Stelle einfach mal Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.